Ein neues Update zu der Lage vom Akadari-Turnier und unsere neue Kickbase-Saison. Das nach dem Intro. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Und damit, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Info-Video. Wie gesagt, ihr seht es schon wieder falsch rum. Ihr seht es hier, es geht um das Valorant-Turnier. Damit fangen wir an, weil das interessiert, denke ich mal, die meisten. Deswegen klappern wir das ab. Nur für die Watchtime, ist mir egal. Auf jeden Fall werden noch ein paar Meldungen gekriegt im Laufe der Zeit. Hat gut geklappt, dass wir mal einen Zeitstress gemacht haben, dass einige noch in die Pötte kamen. Die meisten waren vorbildlich, von daher alles gut gelaufen. Also kein böses Blut. Also sagen wir mal so. Auf jeden Fall, es gab noch Anmeldungen. Es sind jetzt insgesamt 23 Spieler, die sich jetzt so insgesamt angemeldet haben. Darunter sind es drei Full-Teams. Ein Team, was wir auf jeden Fall noch zusammenkriegen würden. Und noch ein Team, was jetzt noch besteht. Also aktuell fünf Teams. Wie gesagt, drei sind voll. Dann gibt es noch ein Vierer-Team, was sich angemeldet hat, und ein Dreier-Team, was sich angemeldet hat. Darunter gibt es dann noch ein oder zwei Solospieler, die auch noch mitmachen. Einer steht zum Beispiel auch noch auf der Kippe, der andere steht fest. Und das heißt auf jeden Fall so oder so vier Teams, kein Problem. Von daher findet das Turnier auch statt. Und wie wir das teilhaben werden, das gucken wir einfach mal wie am Wochenende. Wir machen da so eine kleine Besprechung und schauen einfach mal, was vielleicht das Coolste wäre, was man daraus machen kann. Im letzten Video zum Beispiel auch das System der Liga, dass jeder mal gegen jeden muss, finde ich zum Beispiel ganz interessant. Das werden wir auch auf jeden Fall am Wochenende besprechen. Und dann gibt es spätestens nächste Woche Freitag dann die Informationen, wie wir damit handhaben werden. Aber auf jeden Fall cool, dass das Interesse da ist. Deswegen danke nochmal an euch Leute, dass ihr gesagt habt, hey, ganz witzig, komm, kleines Fun-Turnier, okay, es gibt Steam Keys. Klar, großer Hype ist da drum, verstehe ich. Aber auf jeden Fall danke an euch. Und wie gesagt, ein Team, das fünfte Team müssen wir halt nochmal gucken. Also, falls da noch sonst Interesse ist, spätestens am Wochenende melden. Vielleicht kriegt man da noch was zusammen. Aber also das fünfte Team kriegen wir auch auf jeden Fall noch zustande. Also, vier, fünf Teams, easy, kriegen wir hin. Und genau, deswegen. Nächste Woche Freitag, wie gesagt, da gibt es den aktuellen Stand. Und das war es auf jeden Fall schon mal zu den Infos vom Valorant-Turnier. Ich muss euch ja jetzt nicht 10 Minuten lang volllabern. Das sind alle Infos, die bisher da sind. Finden statt. Easy. Genau. Nächste Woche geht es dann weiter. Also, falls ihr nicht so im Fußball interessiert seid, dürft ihr jetzt ausmachen. Es kommen keine Informationen mehr. Deswegen, Watchtime 3,5 Minuten. Was weiß. So. Das Kickbase-Turnier. Wer jetzt schon ein bisschen länger dabei ist oder ein halbes Jahr müsste ungefähr schon reichen, dann weiß man, dass wir eine eigene kleine Community-Liga haben. Wir hatten das schon seit Anfang an, wir hatten Communio am Anfang, wo es noch nicht mal 18 Leute waren. Da hat Bernd die erste Meistertitel geholt und dann sind wir auf Kickbase gewechselt. Und diese Kickbase-Saison ist jetzt auch zu Ende. Klar, es gibt jetzt Relegation, aber das ist für die Kickbase-Liga nicht mehr interessant. Deswegen. Hey. Und es ist jetzt auf jeden Fall so, war mega witzig. Ich hoffe, jeder, der teilgenommen hat, hatte auch Spaß dabei und hat weiterhin Interesse teilzunehmen. Wir haben ja das System, es gibt einen Meister, den kann ich hier immer küren. Wo ist denn mein Zettel? Ach, wie heißt denn der Meister nochmal? Scheiße. Ach ja, das bin ja ich. Also. Ja. Eine Schulter klopfen, easy. Ja. ja, also bleibt auf jeden Fall in der Akadari-Führungsregion. Ja, also, hey, kann man schon mal machen. Fand ich aber auf jeden Fall dennoch ziemlich witzig. Abgesehen vom. Natürlich freue ich mich über den Meistertitel, aber ich finde es auf jeden Fall cool, so mit 17 anderen so eine kleine Community-Liga zu haben und sich gegenseitig Spieler wechseln zu kaufen. Allein der Anfang war ja vor allem chaotisch. Und da haben wir uns auch schon Ideen zu gemacht, deswegen dazu kommen wir auch noch. Erst einmal will ich euch einmal die finale Tabelle zeigen für alle, die es interessiert. Das ist einmal die finale Tabelle. Oben sieht man nochmal die Bestätigung. Ich bin Meister geworden, klar. Aber dann noch hier unsere ganze Community. Bernd ist Fünfter geworden, Sven ist Siebter geworden. Holger hat den Abstieg vermieden mit dem 15. Platz. Damit kommen wir auch noch dazu. Wir spielen immer mit Abstieg, falls es noch einer nicht weiß. Und genau.
Es ist halt so, die letzten in der Bundesliga, ich finde, sollte abgeschafft werden. Anderes Thema. Gibt es eine Relegation? Bei uns gibt es sie nicht. Bei uns steigen die drei letzten immer ab. Ja, also von daher danke auch speziell an den anderen Sven, also den richtigen Sven, nicht unseren Dulli-Sven. Und an Domi und an Schild, beziehungsweise Schillet, wie man es lieber ausspricht. Und auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr drei teilgenommen habt. Hoffentlich hattet ihr Spaß dabei und nehmt das mit einer schönen kleinen Erinnerung für nebenbei mit. Whatever. Auf jeden Fall, dadurch sind jetzt wieder drei Plätze frei geworden und jetzt können so gesehen wieder drei Leute aus der Community in die Liga aufsteigen. Das heißt zumindest so, dass in unserem Community Hub habe ich letztens schon eine Anfrage geschickt. Gleichzeitig zu diesem Video ist jetzt der Link da und die drei schnellsten dürfen dann auch mitmachen. Heißt, der Dress kommt mal zuerst, die ersten drei dürfen dann sind dann in unserer neuen Akadari-Saison drin, in Akadari Fußball Manager League Saison 3. Genau, wer überhaupt Kickbase nicht so kennt, ist wie Comunio. Wer Comunio nicht kennt, du kaufst Spieler ein, baust auf diesen 11 Spielern oder wie viele du auch kaufst, ein Team zusammen. Mit Formationen, was auch immer. Und diese Punkte, die man dadurch kriegt, ich sag mal, Beispiel 34.000. Was ist in die Richtung? 34.000 habe ich zum Beispiel gesammelt, dadurch zum Beispiel, dass Werner Tore gemacht hat und Lewandowski, was weiß ich nicht. Und dadurch kriegt man halt Punkte, je nachdem, wie die Spieler in Echtzeit, beziehungsweise in der realen Fußballwelt gespielt haben. Und genau. War auf jeden Fall eine sehr witzige Saison. Kommen wir aber erstmal, gehen wir erstmal weiter. Ja, Abstieg ist Häkchen, Meistershäkchen. Teilnehmer habe ich mich schon bedankt und weiter geht's auf jeden Fall. Mitmachen, hab ich schon gesagt. Für die, die jetzt in der Kickbase-Saison mitgemacht haben und nicht abgestiegen sind, falls euer Interesse nicht mehr darin besteht, noch eine Saison mitzumachen, bitte Bescheid geben oder sonst irgendwie Nachricht geben. Falls ihr dann nämlich mehr oder weniger inaktiv seid, wäre natürlich doof, da jetzt einen Platz zu besetzen. Und sonst, ihr könnt die Liga auch ja sonst eigenständig verlassen, damit auf jeden Fall dann 18 hochmotivierte Teilnehmer da sind. Also für jeden, der weiter mitmachen möchte, natürlich auf jeden Fall willkommen und hoffentlich weiterhin viel Spaß dabei und ja. Aber wenn nicht, dann nicht den Platz belegen. Wäre toll. Und genau, wir haben uns auf jeden Fall für die neue Saison mal was Witziges überlegt. Die Saison war ja mehr so, okay, ich drücke jetzt ein paar Mal auf Random, jeder kriegt ein zufälliges Team. Im Wert von 100, 200 Millionen? Ich glaube 100 Millionen waren das. Ist auch egal. Und eine neue Idee ist, die haben wir schon besprochen, mehr oder weniger. Also final ist er noch nicht, aber das wird im Endeffekt so auslaufen. Jeder startet mit keinem einzigen Spieler, mit der Anzahl an Spielern, 0. Ich dürfte dich jetzt hauen, weil du jetzt da reingeguckt hast, aber hey. Diesmal schwamm drüber. Auf jeden Fall, man startet mit 0 Spielern, dafür mit 200 Millionen, die ich in echt natürlich auch sehr gerne hätte, aber hey. Auf 200 Millionen startet man und dazu gibt es am Anfang noch eine Auslosung. Ja, bevor ich die Liga resette, damit alle mit 0 Punkten starten, nicht mit verschiedenem Geld, also jeder mit den gleichen Konditionen startet. Bevor das stattfindet, gibt es eine Auslosung. Und zwar haben wir so eine kleine Liste gemacht, 18 Spieler und diese 18 Spieler werden halt zugeteilt. Darunter sind Lewandowski, Neuer, also eigentlich haben wir uns die rausgesucht, die wo wir davon ausgehen, die sind auf jeden Fall nächste Saison noch dabei. Und das sind halt die, die am meisten Punkte gesammelt haben in der letzten Saison. Und diese teilen wir dann in der Auslosung an unsere 18 und neuen Teilnehmer dann ein. Zum Beispiel, ich kriege jetzt Manuel Neuers in der Liste. Wen haben wir da? Igel, dem wird Marco Reus zugeteilt. Sowas in der Art. Da werden wir dann auch ein Video zu machen, damit jeder auf jeden Fall Bescheid weiß, was er überhaupt kriegt. Ja, von daher machen wir ein Video, wo man gucken muss. Und genau, das ist auf jeden Fall dazu. Klar, es können Leute doch noch den Verein verlassen und sonst, aber wir fanden es eigentlich eine ganz gute Idee. Und wir machen eine Kaderbegrenzung. Man kann maximal 11 Spieler haben bis zum ersten Spieltag. Also sobald der Anpfiff vom ersten Spieltag ist, heißt das, ich erhöhe die Kaderbegrenzung, das heißt, man darf auch Ersatzspieler kaufen.
Das soll erstmal daran liegen, dass einige Spieler zum Beispiel gar kein Torhüter hatten, Sven, und der ganze Zeit darum gegangen sind. Dass auf jeden Fall jeder sich erstmal darauf konzentriert, ein Fullteam zu haben, eine Startelf, mit der er zufrieden ist, mehr oder weniger, und nicht noch irgendwelchen seinen zweiten Torhüter schon mal vorgekauft oder den Stammtorhüter von einem anderen Verein auch noch kauft. 18 Spieler, 18 Torhüter, 18 aus 18 Vereinen, sollte man eigentlich hinkriegen. Und das auf jeden Fall, dass jeder wirklich zum ersten Spieltag, war ungefähr der Gedanke, jeder startet mit einem Spieler, der gut Punkte gesammelt hat, jeder startet mit 11 Spielern und die wahrscheinlich alle spielen, also möglichst ähnliche Konditionen. Klar wird immer noch gut geboten, also nach der Auslosung geht das Wettbieten los und die ganzen Spieler, das ist dann einfach, dann ist das frei. Also sobald ihr wisst, okay, der ist für euch reserviert, der Spieler, zum Beispiel Marco Reus darf jetzt, wenn der Igel zugeteilt wird, darf Sven den nicht kaufen. Sonst kriegt er Ärger. Oder fliegt er raus. Je nachdem, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Aber einer ist auf jeden Fall für euch reserviert und die anderen 10 müsst ihr euch dann noch zusätzlich erwerben. Mit dem restlichen Money, was ihr dann noch habt. Und genau, also hoffentlich gefällt euch diese Idee. Insgesamt zu Varen oder auch zu Kickbase, Anmerkungen, Wünsche, Fragen, immer in die Kommentare auf Discord, wo auch immer wir zu finden sind, eigentlich überall. Ja. Zum Finale einmal blende ich auch nochmal die Tabelle vom 17. Spieltag. Die Top 4 sind übrigens geblieben, fand ich ganz witzig, und die drei letzten leider auch. Also für euch ging es nicht so gut weiter. Es war halt immer knapp, aber am Ende hat man es halt gesehen. Und genau, das wollte ich euch einfach einmal mitgeben. Wie gesagt, an jeden, der das Video schaut, an jeden, der bei Kickbase teilgenommen hat, an jeden, der an Valorant teilnimmt oder Spaß dran hat an unseren Videos, am Turnier teilnimmt, wie auch immer, Spaß an unserem Kanal hat, an jedem, der irgendwie gerade Spaß hat, an irgendwas, was mit unserem Kanal zu tun hat, erstmal nochmal ein fettes, schönes, richtig liebes Dankeschön an diese Person. Ich glaube, er verkannt sich Deutsch, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, das war schon dieses Video. 13 Minuten 13 ist jetzt erreicht. Hey, ich bin zufrieden. Wie gesagt, Watchtime ist mir egal. Like, Dislike, Feld ist egal. Die Abo-Bereich in dem Bezug, da, solange ihr jede Info mitkriegt, ist mir das egal. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann die Info zum Valorant-Turnier. Nächste Woche Freitag am spätesten. Und zu Kickbase ähnlich. Vielleicht dazu werden wir aber dann auf jeden Fall ein extra Video machen und nicht in Eis packen wie dieses. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Noch ein schönes Wochenende und dann einen schönen neuen Wochenstart und genau. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. What you saying?